Ja. Mittag, Maria Elena. Ich traf sie an der Ecke zum Café, lange Haare, krasse Augen, keine Ahnung, was ich sage. Bisschen Panik vor der Frau, einfach hingehen und anfangen zu reden. Doch nach einer halben Minute merkte ich, dass sie mich nicht versteht. Sie kam aus Spanien, wir redeten auf Englisch weiter und nach einer Stunde hatte ich einen neuen Handy-Eintrag. Ihr Name war Maria Elena, einmal Barcelona, in Alemania war sie erst nach einem Monat. Ich merkte, dass sie keine Lust auf nur Gerede hatte. Die meisten Sachen, die sie höre, wären eh Gequatsche. Willst du mit mir in den Laden dahin? Doch plötzlich fängt diese Frau einfach an, auf Spanisch zu singen und sagt: Te amo, no solo por lo que eres, sino por lo que sos cuando estoy contigo. Sag's mir nochmal. Te amo, no solo por lo que eres, sino por lo que sos cuando estoy contigo. Egal was sie sagt, ihre Stimme war einem Engel gleich. Sie machte so ihr Geld. Sie hatte kein Cent dabei und plötzlich sah ich auch die Kasse am Boden. Sie war Straßenmusikerin von der Straße nach oben. Ich setzte mich zu ihr hin und machte paar Lieder mit Schmerzen in der Stimme, man merkte, dass sie über Krisen spricht. Ich bot ihr an, mit mir ins Studio zu gehen. Ein Lied zusammen zu machen ist die Stufe, die ihr fehlt. Wir gingen hin und ich schrieb mit ihr den Text und die hört den Song und das ist die Geschichte bis jetzt. Sie hat kein Geld, aber Musik ist alles, was sie braucht. Maria, sing mir dieses Lied, lass es raus. No solo por lo que eres, sino por lo que sos cuando estoy contigo. Te amo, no solo por lo que eres, sino por lo que sos cuando estoy contigo. La 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 la. Ich verstehe immer noch kein Wort.